Okay, ganz mal ehrlich von euch, Jungs. Wer hat von euch schon mal A** geleckt? Moin ihr Lieben, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Es wird wieder mal Döner getestet. Es geht nach Hannover. Ich teste eure Empfehlungen. Also ich bin schon mal erstmal gespannt, ob ihr mir irgendeinen Scheiß hier wieder verkaufen wollt oder ob es gute Empfehlungen sind. Zum einen 1000 Nachrichten zu dem Lister-Döner. Den übrigens offiziell besten Döner Niedersachsens. Getestet, zertifiziert. Und Döner Nummer 2, der wird auch noch abgecheckt. Tadim ist das, glaube ich. Die beiden checken wir ab. Ich blende auch nochmal die bisher Top 5 von meinen Dönern, die ich getestet habe. Und dann schreibt wieder in die Kommentare fleißig rein. Ich teste den nächsten Döner. Überall ganz Deutschland erlaubt. Knallt's rein. Kommentare voll. Ballern. Ja, und dann hoffe ich, kann ich euch eventuell auch beim Video begrüßen. Wer weiß, mal schauen, wie so der, ich wollte gerade sagen, wie der Hase läuft. Aber nein, ich laber wieder Scheiße. Es geht los, wir fahren nur los. Es geht ins Auto. Wir sehen uns später. Alles okay? Ja, ist alles okay. Männer, eure Meinung ist gefragt. Es ist doch ganz normal als Mann, dass der Rücken juckt und man zwischendrin den hier macht oder, keine Ahnung, sich mal einen Baum schrubbert oder so. Meine Freundin macht sich jedes Mal wieder lustig über mich. Aber als Mann ist doch ganz normal. Natürlich, eine Frau schrubbert sich nicht den Rücken so. Das wäre ja vielleicht nicht so oberperfekt, aber als Mann ist doch normal. Ja, aber macht das nochmal. Woran erinnert er euch dann? Mich erinnert er immer aus Balu, der Bär, der sich an der Palme reibt. Ich will ja nichts sagen, ne? Ich bin nicht der allerbeste Einpacker eigentlich, aber zieht euch das rein. Ich hätte ein Stück mehr nach vorne fahren können. Zieht euch das rein, also wirklich. Ich weiß, es ist nicht die kleinste Lücke, aber trotzdem. Das hast du perfekt gemacht. Das habe ich gut und gemacht. Und dafür, dass das Auto auch alleine einparken kann, hast du es ganz alleine gemacht. So, was machen wir jetzt? Wir sind jetzt bei Lister. Listerminister am Start. Ich habe eben schon gesehen, Riesenschlange. Es ist ja der beste Döner Niedersachsens. Wirklich ausgezeichnet, ne? Von einem Testgremium. Ich weiß nicht, wie man sagt. Aber ja, ich bin sehr gespannt, ob das wirklich. Viele haben geschrieben in den Kommentaren, der Döner da in Stuttgart, à la Turk und so, nichts dagegen. Und wenn das wahr ist, dann werde ich gleich einen Geschmacksorgasmus haben. Und wenn nicht, dann bin ich sehr enttäuscht. Guck mal meinen Style. Ist das gut oder ist es nicht gut? Du siehst unfassbar sexy aus. Ja, ja. Ich will auch meinen, ne? Guck mal, so arschmäßig. Lecker. Gar kein Arsch. Ne? Doch, du hast einen knackigen Po. Ja, finde ich auch. Fühlt sich gut an, einfach. Fühlt sich einfach gut an, das ist die Hauptsache. Warte. Das ist fast noch mal eine Eier gehauen, Mann. So, also wir sind da, ist dicke Schlange. Aber Chef hat klar gemacht, wir kommen direkt ran. Ich werde mal hier meine Maske noch aufsetzen. Nimmst du mal, Schatz? Perfekt. Also hier einmal ganz kurz, Leute. Der Chef am Start. Ja. Moin. Der zeigt uns jetzt mal den Döner und so weiter. Wir haben drei Fleischsorten. Wir haben der Gerät. Der Gerät habt ihr auch. Gerät, das ist haben schon wir mal ein gutes Zeichen. Ja. Und das ist unsere menschliche, der Gerät. Okay, also er macht der besser als der Gerät oder schlechter? Sei ehrlich. Er ist besser. Handarbeit ist besser, ja. Handbetrieb ist immer besser, ne? Stellt ihr selber her, das Fleisch? Nein. Nein, wir lassen das die Pfanne machen. Das ist extra für uns gemacht. Okay. Ich mache ja die Mission. Besser Döner Deutschland. Ne? Ja. Seid ihr Nummer 1 dazu? Ja. Okay. Guck mal. Das ist unser bester Bäcker. Jeden Tag wird nur frisches Brot von hier gelaufen und rausgegeben. Ja. Jeder Mitarbeiter der Station. Bitte, bleib. Es gibt ja diesen Ranglist. Ihr seid beste Döner Niedersachsen gekürt. Genau. Und viele haben gesagt, besser als Platz Nummer 1 in Stuttgart. Haben viele gesagt. Wir schneiden das auch richtig. Wir schneiden alles mit der Hand. Ja. Ja, die Fleischsorten. Ja, okay. Außer der Gerät, der macht das letzte Zeit für uns. Ja, ich sehe schon. Ich glaube, du arbeitest schneller als der Gerät, ne? Ja. Also ihr seht, heftiger Durchlauf hier. Man kann sich ja kaum bewegen. Jeder weiß, was er macht. Jeder weiß, was er tut. Und ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann unter halt Riesenschlange. Draußen, rumrum, überall essen wir diesen Döner. Alles also richtig, richtig Andrang. Frisch aus dem Ofen für Rolle. Ja, danke dir. Okay, so wieder aus, frisch aufgeschnitten. Ich sehe gerade, ihr habt auch gegrilltes Gemüse. Natürlich. Ne? Wenn jemand mit Fleisch will, machen wir von hier. Und wenn du kein Fleisch haben willst, vegetarisch haben wir auch. Da haben wir gegrillte Gemüse. Olle, ich habe Soßen, ausgemachte Dönersoße. Ja. Das Schaf Tzatziki Curry. Für Falafel habe ich noch Hummus. Viele wollen Frischkäse und das ist Schafskäse. Deine Spezialsoße würde ich einfach mal testen. Bisschen Schaf nehme ich auch noch gerne, ja. Welches Fleisch wollen wir haben? Ganz klassisch kalt, ja. Bisschen Gemüse darf drauf rein? Ja, gerne. Wir haben hier ganz besonders Rucola und am Ende, Staatsgeheimnis Nummer 1, Rucola oben drauf, Paprika, am Ende frische Zitrone und das gegrillte Gemüse oben drauf. Und am Ende wird das mit einem Käse. Auch Käse nochmal, okay. Für Optik. Ja, alles klar. Ja, so sieht dein fertiger Döner aus.
Kommt ruhig ran, Jungs. Ihr kennt den Döner gut wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Was sagt ihr euer Urteil zu dem Döner? 9 von 10 bis 10 von 10. 9 von 10? Okay. 9,5 von 10. Also das heißt, bei einem Deutschland-Ranking, bester Döner Deutschlands, zum Beispiel Alaturka wurde ja offiziell zum Besten gewählt und das ist Platz 7. Ist der besser, würdet ihr sagen, so rein, ihr wart da wahrscheinlich noch nicht, aber hat das Zeug auf jeden Fall besser Döner Deutschlands, ne? Hat das Zeug. Okay. Also ich muss jetzt schon mal sagen für euch, Leute, frische Zitrone drauf, Käse oben drauf, gegrilltes Gemüse, alles echt so gut. Ich habe das Gefühl wie im 3-Sterne-Restaurant, wirklich Gourmet. Ja, und jetzt komme ich gleich ans Testen. Der kostet 4 Euro. Ich werde jetzt erstmal reinschnacken. Amazon-Gutschein zu verschenken. Ihr habt richtig gehört, es gibt einen Amazon-Gutschein zu verschenken für jeden von euch. Also jeder, der möchte, kann sich jetzt einen 45 Euro Amazon-Gutschein sichern. Ihr müsst mir nur zuhören, was ihr machen müsst. Und zwar eigentlich nichts außer 2 bis 3 Minuten eurer Zeit opfern. Und ihr würdet sogar mich damit supporten. Also ich küsse das Herz von jedem von euch, der mir ganz kurz zuhört. Es geht um die Clark-App. Also Clark ist eine Versicherungs-App, wo ihr euch registrieren könnt und haltet euch fest, ihr habt keine Risiken, keine Kosten, ihr müsst nichts machen, ihr müsst einfach nur 3 Versicherungen hochladen. Hört sich an, wie du verarscht, ist aber nicht, ihr müsst 3 Versicherungen hochladen und die erstellen euch eine Bedarfsanalyse, weil das ist der Sinn der App, eine Bedarfsanalyse erstellen. Also ich bin zum Beispiel, ich bin kein Fan von 1000 Versicherungen, sei euch ehrlich, ich hasse das auf den Tod, aber ein paar sind sinnvoll, bei mir meine Zähne. Meine Zähne sind schlecht, habe ich mir eine Zahnversicherung gemacht und Haftpflichtversicherung. Ist bei mir auch ganz wichtig. So, und wenn ihr 3 Versicherungen habt, ladet ihr die da rein und diese App guckt einfach nur, ob ihr ein günstiges Angebot habt, ob ihr vielleicht bessere Leistung fürs gleiche Geld kriegt und das war's. Ihr müsst einfach nur 2 bis 3 Minuten eurer Zeit opfern, diese 3 Versicherungen reinladen und ihr habt einen 45 Euro Amazon-Gutschein geschenkt. Ja, und der Link dafür ist am Ende des Videos, könnt ihr raufklicken oder in der Videobeschreibung, ganz gleich. Ja, und dann danke für eure Aufmerksamkeit. So ein Clark unterstützt dieses Projekt. Also für mich, ich bin nach Frankfurt gefahren, muss natürlich irgendwo auch ein bisschen Pader reinholen. Also Clark supportet das. Ja, und dann geht's weiter im Video. Ich muss erstmal sagen, sehr special wirklich. Der erste Biss, der erste Eindruck, wie man ihn so kennt, auch wenn man eine Frau kennenlernt oder so, oder einen Mann, auch für die weiblichen Zuschauer. Beißt rein, hast erstmal ganz weich von diesem Grillgemüse. Es kommt ganz weich, kommst du rein, beißt auf dieses weiche Grillgemüse. Die Zitrone kommt mit reingeschossen. Da kommt was, das kennst du nicht. Das ist exotisch. Manchmal will man ja auch das Exotische so. Und das ist erstmal sehr, sehr gut. Vorab schon mal. Wir machen ja Rucola mit rein. Habe ich gesagt, spezial. Macht sonst niemand quasi. Habe ich jetzt noch nicht so großartig von geschmeckt. Vielleicht ist auch dieses Unbewusste, was man halt nicht eben direkt schmeckt, was erstmal sehr, sehr geil ist bei den Dönern. Das kann ich euch sagen, zu 100%, das hast du kaum bei Dönern. Gerade bei diesen Standarddönern hast du es nicht und du hast es hier. Du hast ein Geschmackserlebnis. Du merkst, du beißt rein. Du hast in einer Sekunde hast du diese Soße, die es nirgendwo anders gibt. Das leckere Brot außenrum. In der nächsten Sekunde spürst du die Frische vom Salat. Dann kommt irgendwas um die Ecke, das weiß ich nicht. Das hat wie Bonsche geschmeckt. Ich kann es nicht anders beschreiben, wie ein Bonsche. Ob das der frische Salat ist, diese Kombi aus den Soßen oder das in der Soße auch drin war. Sehr, 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 sehr speziell, sehr gut. Übrigens auch bei den Kommentaren. Das waren 2 von euch, haben da auch was drunter geschrieben, ne? Ja. Okay, ganz mal ehrlich von euch, Jungs. Wer hat von euch schon mal A**geleckt? Ich noch nie. Ja, 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 der nicht? Hab ich auch nicht vor. Nee, nee, ehrlich nicht? Ich wusste, dass nee, die Frage kommt. Hast du schon mal? Hast du? Ja. Das war, hast du auf jeden Fall einen Like da? Ja, Mann. Kommentieren und das Abo. So, wir sind gleich bei Tadins angekommen. Ich muss dazu sagen, Top-Kommentar war eigentlich Lamuro. Aber der hat Renovierungsarbeiten. Tadin war auch ein gutes Kommentar. Nicht so oft wie Lamuro, aber wer weiß. Manchmal sind die stillen Gewässer tief. Vielleicht ist er auch top. Ich bin sehr gespannt auf den Döner, auf eure Empfehlung. Also, wir sind angekommen bei Tadims. Sehr unscheinbar kleiner Laden an der Ecke. Aber nun ja, wir werden mal schauen, was der so hergibt. Ich habe die Empfehlung bekommen von meiner Community. Die haben gesagt, sehr guter Döner in Hannover. Ihr habt einmal Chicken und einmal normal. Was empfiehlst du mir? Okay, ich nehm einfach kalt. Und alles drauf einfach. Deine Empfehlung sozusagen. Sehr geil, hier auch mit der Musik. Also ich feiere das. Von einem türkischen Restaurant, beim Döner, wo auch immer, so eine Musik läuft, fühlst du dich gleich wie zu Hause. Also eigentlich war das dämlich gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Ich würde doch vielleicht Geflügel nehmen. Ich nehme doch Geflügel. Ja. Eben umentschieden, wenn er Chicken Gemüsekebab heißt, muss ich auch Chicken nehmen. Also geht jetzt nicht anders in dem Fall. Also so sieht er aus. Das ist ja auch 4 Euro. Kostet auch 4 Euro Standardpreis. Sieht sehr lecker aus. Das schon, sei schon mal gesagt. Gucken wir mal, was er kann. Gegrilltes Gemüse wieder. Auch gegrillte Kartoffeln. Sehr interessant. Jetzt kommt der legendäre erste Eindruck. Boah, kann es vergessen, der erste Eindruck. Ich muss erst mal Gemüse runtersnacken. Scheiße.
Der ist gut gefüllt, ne? Mhm. Warte, man hält das einmal fest. Olles Nase hat sogar mitgegessen. Ja, man muss es sagen, dafür ist eigentlich die Gabel da. Man kämpft sich erstmal durch das Gemüse durch, aber komplett. Das ist eine Riesenportion. Anscheinend ist er jetzt auch schon zur scharfen Soße gekommen. Sieht man. Ja. Aufgeplatzt. Oh. Aber das war ich selber schuld wohl. Ich hab so wild gegessen, wie man in meinem Gesicht sieht. Ob er den Kampf überleben wird, wer wird gewinnen? Der Döner oder Holle? Der Döner. Weißt schon, dein Sohn hört schon alles mit. Ein Produkt. Der Sohn hört alles. Der Sohn ist mein Sohn. Ich will deinen Sohn zeigen. Ich will unseren Sohn zeigen. Ich will deinen Sohn, das ist nur mein Kind. Übrigens, wir schauen noch mal auf volles Gesicht. Also ich hoffe, sein Kind ist talentierter beim Essen. Ich will unseren Sohn zeigen. Da ist der Prachtbengel. Olle Junior. Aber man sieht, er gibt nicht auf. Er ist ein Kämpfer. Rocky, ein Rocky-Gesicht. Oh. Jetzt bin ich aber satt. Puh, das war ein dicker Oschi. Oh. Ein dicker Oschi. So, kleiner Notfall überstanden. Ja, die Not-OP wurde erfolgreich durchgeführt. Also für mich direkt an der Stelle, während Tardims gab, direkt hier vor meinen Augen. Ich muss sagen, es war Gefühlschaos. Mit den Kartoffeln wusste ich nicht ganz genau, was ich damit anfangen soll. Die gegrillten Kartoffeln, gegrilltes Gemüse wieder sehr lecker darin gewesen. Kartoffeln war eigentlich gut, weil es war was anderes. Der Döner war zusammengefasst ein Auf und Ab der Gefühle. Also erst dachtest du irgendwie geil, dann war wieder so ein Moment, wo du reingebissen und dachtest, doch nicht so geil, dann wieder richtig geil und dann hat sich das zum Schluss so eingependelt, weil der war unkonstant. Wisst ihr, was ich meine? In der Mitte zwischendrin habe ich ein paar Bisse gehabt, wo ich dachte, okay, so heftig ist er nicht, aber Gesamtergebnis muss ich trotzdem sagen, er war sehr gut. Er war sehr gut. Also für mich eine 8,3 auf einer Wertung von 1 bis 10. Und jetzt zu Lister-Döner. Lister-Döner, muss ich einfach sagen, der hat mich umgehauen. Der war wirklich heftig. Der war wirklich heftig. Also einfach mit dieser, wo ich vorhin von gesprochen habe, dass diese Geschmäcker, dann kommt das rein und dann kommt dieser undefinierbare Geschmack, der wie Bonsche-Geschmack. Ich weiß nicht, ob das die Soße war. Schwer zu erklären, aber dann mit dieser, na, scheiß drauf. Also, das Gesamtergebnis von Lister mit der Soße, mit dem frischen Gemüse, mit der Zitrone da drauf, die irgendwie komplett gekillt hat, gibt mir für Lister eine 8,7. Eine 8,7. Es hat nicht ganz zu den besten Döner Deutschlands gelangt. Aber ich sage euch, für diesen Döner fahre ich gerne 1,5 Stunden, weil das ist ein Döner, den kriegt man nirgendwo anders. Da musst du fahren, weil das ist ein besonderer Döner für mich. Der war wirklich, der Tardi war auch sehr gut, aber der kommt nicht ran an den Lister-Döner. Der war wirklich krank gut. Krank gut. So viel zu dem Video, Leute. So viel zu der Dönerbewertung. Schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare alles rein. Ich baller überall hin. Mir scheißegal. Und dann hoffe ich, dass euch, habe ich das schon gesagt, ne? Ich scheiß drauf. Ich will sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.